Hi, ho meine Freunde, herzlich willkommen zum Spiel Stuttgart gegen Hamburg. Und natürlich müssen wir auch hier wieder 3 Punkte mitnehmen, das ist natürlich ganz, ganz klar. Und ja, nach dem letzten Spiel, wo wir ein bisschen zu experimentierfreudig waren, sind wir hier wieder gewöhnlich unterwegs mit der ganz normalen Formation, mit den gewöhnlichen Spielern. Alles gut. Alles gut, also müssen hier eigentlich auch 3 Punkte locker drin sein. Von daher labere ich gar nicht viel rum, sondern gehe einfach nur aufs Spiel ein. Denn Stuttgart ist hier natürlich auch nicht zu unterschätzen mit Ibisevic, vor allem der Toremacher der Stuttgarter. Und Maxim, der Spielmacher der Stuttgarter, aber hier steht schon 1-0 durch Werner, das Talent der Stuttgarter. Oh, 6 Minuten. Geht's hier jetzt wieder los wie in der letzten Saison oder was? Wo wir dann plötzlich nach der Winterpause so eine richtige Tiefphase hatten, wo wir dann nur noch frühe Tore kassiert haben und dann uns dann zurückkämpfen mussten. Und mein Gott, den kann man auch mal machen. Mann, 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 Lasogga, der spielt hier schon ein bisschen angeschlagen, aber ich wollte jetzt nicht auf ihn verzichten. Und der kann wirklich wichtig sein und der muss auch jetzt wichtig sein. Der muss jetzt die Dinger da vorne reinmachen. Ganz, ganz, ganz stark gemacht von Otschipka hier, wie er sich einfach in den Weg stellt und den Ball so erobert. Müller auf Diekmeier. Diekmeier hat Platz, hat Zeit. Sucht Lasogga, findet diesen nicht. Und Meier kann es auch nicht machen. Fängt schon richtig toll an, das Spiel. Gehen hier sehr früh in Rückstand. So wollen wir es eigentlich nicht haben. Heuberg spielt heute für den noch angeschlagenen Berami. Und Müller, aber abseits. Schade. Wirklich schade. Das hätte auch schon hier das 1-1 sein können. Aber nö. Lasogga alleine. Sieht hier Meier, 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 der macht's auch nicht. Auf Müller flankt, findet niemand und Ulreich hat den Ball. Also die Offensivmaschine HSV funktioniert auf jeden Fall, nur sie ist noch nicht vollständig, was das Tore machen angeht. Da fehlt noch ein bisschen. Heute spielt für den immer noch formschwachen Tar der Herr Kleber. Der inzwischen auch ein bisschen verbessert ist, hat sich auch noch einen Fähigkeitspunkt gesteigert, was mich natürlich sehr freut. Immer wenn sie Spieler steigern, vor allem steigt dann auch der Marktwert. Und darum geht es natürlich um die Kohle. Und steht 2-0. Aber abseits, aber abseits. Puh, Leute, Leute, was ist denn hier los? Wir machen hier eine Chance, eine nach dem anderen nicht rein. Und die machen jetzt fast 2-0. Aber durch Abseits dann doch nicht. Also da stimmt irgendwas nicht. Otschipka sticht den Ball da durch. Und die Chance für Heuberg. Aber er kommt nicht an den Ball. Mann. Grueso. Und gedoppelt und Meier kriegt den Ball. Na sauber. Ball vertändelt. Werner wird gefoult, laut Schiri-Meinung. Aber naja, die Schiri-Meinung kennen wir ja auch schon seit ein paar Spielen, dass sie so eine Grundgegenstellung haben gegen Hamburg. Warum auch immer. Müller läuft einfach am Gegner vorbei. Und Bayern geht 1-0 in Führung gegen Dortmund. Und Müller flankt auf Lasogga, aber der kommt nicht an den Ball. Oh Mann, 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 Mann. Shaqiri. Lasogga. Auf Heuberg. Meier.
planlos da vorne, einfach planlos. Und wahrscheinlich muss dann Hübner im nächsten Spiel wieder einsteigen, da zum einen Lasogga die Power ausgeht und Lasogga auch nicht wirklich gut spielt. Oh mein Gott, Maya, nerv mich nicht. Nicht die Chance. Komm schon, Lasogga. Nein. Auf dem Flügel hat die Chance. Lasogga steht parat. Aber der Ball kommt zu Maya. Aber Ulreich. Mann. Und Halbzeit. Halbzeitpause in Stuttgart. Und das ist überhaupt nicht gut für uns. Lasogga, der muss raus. Der hat keine Kraft mehr. Und Maya nehme ich auch raus für Volland. So. Okay, mach hier auf links, Müller rein. So. So klappt's, ganz sicher. Paulsen, der in der Champions League schon auf links gespielt hat, da sogar ein Tor geschossen. Und eins vorgelegt, soviel ich weiß. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er da richtig gut gespielt. Oh mein Gott, Ibisevic. Die Abwehr komplett durcheinander, aber zum Glück landet der Schuss in der Ramosphäre. Paulsen, da ist er. Der ist nämlich schnell. Und der kann auch mal in die Mitte ziehen. So wie hier. Und da durchlaufen. Und braucht dann einfach zu lange, bis er schießt. Mann. Das war jetzt irgendwie auch mein Fehler, dass ich da einfach so lang. Oh, Trikot gezogen. Taktisches Foul wird nicht mit Gelb bestraft. So muss es sein. Volland, ganz gut gemacht, richtig gut gemacht. Auf der Seite ist Paulsen. Paulsen, komm nicht am Gegner vorbei. Mann! Handspiel von Kramer, wird einfach ignoriert. Und jetzt Shaqiri. Verliert den Ball. Chipka verliert auch den Ball und dann ist Chaos da und dann ist die Davi da hinten durch. Die Davi und Holzhauser. Die Davi. Ibisevic. Abgegrätscht und Paulsen. Konstantin Rausch. Ibisevic. Der weiter auf Davi und der weiter auf Werner, den Torschützen zum 1:0 nach 5 Minuten oder sowas. Rausch gegen Heuberg. Guter Pass in die Mitte auf Werner, der muss ablegen. Und er kriegt den Ball wieder. Nein, Maxim kriegt den Ball. Und die Davi aber Fährmann. Besser als die Davi. Rausgeköpft und die Konterchance. Über Paulsen. Das haben wir schon öfter geschafft. Über Paulsen zu kontern. Jetzt wieder über Paulsen. Sieht Rudnevs, nimmt Rudnevs mit Rudnevs. Rudnevs muss es machen. Aber der Schuss ist ja einfach mal gar nichts. Gar nichts. Nix. Na dann, Niente Null. Ballbesitz ziemlich ausgeglichen. Ist eigentlich relativ ungewöhnlich für unser Spiel. Wir sind eigentlich sehr oft in weniger Ballbesitz. Dafür effektiver vorm Tor. Was sich hier überhaupt nicht so darstellt. Rudnevs sucht Paulsen.
versucht den Mitspieler, aber der Ball wird abgegrätscht. Das nervt mich gerade ein bisschen. Und ich verstehe nicht, warum da kein Ball reingeht. Wenn wir mal einen haben auf dem Tor, vor dem Tor, neben dem Tor. Ein Kramer, ganz starkes Tackling. Oh, der Pass, der Pass. Oh. Wieder gutes Tackling. Chipka auch mit einem guten Tackling. Aber Rausch immer noch im Ballbesitz. Wieder Rausch. Guter Pass auf Maxim. Maxim, was macht er? Passt auf Werner und er verzieht. Noch 10 Minuten auf der Uhr. Sieht danach aus, als würden wir unsere erste Saisonniederlage passieren. Gegen Stuttgart. Gegen Stuttgart, meine Damen und Herren, gegen Stuttgart. Jetzt Heuberg. Heuberg. Gutness verliert den Ball. Volland. Shaqiri. 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 Was war denn das? Das war ein Rückpass. Oh, und jetzt totale Offensive. Alles nach vorne. Alles nach vorne. Mir scheißegal. Alles soll jetzt nach vorne. Und was haben wir davon? Davi. Davi. Fast das 2-0. Auf Paulsen. Paulsen zieht in die Mitte. Flankt rein. Keiner kommt an den Ball. Kramer findet Rudnevs. Der hängt fest. Volland findet Rudnevs. Der hängt wieder fest. Und es gibt einen Wurf. 3 Minuten nach Spielzeit. Chipka mit der letzten Flanke. Das müsste es gewesen sein. Das müsste es gewesen sein. Damen, das war's. Wir verlieren. 3 Punkte gehen da mal flöten. Wir verlieren gegen Stuttgart 1-0. Nach 5 Minuten stand es 1-0 und das Spiel war relativ beschissen. Wir haken es ab und spielen das nächste Spiel. Wir sehen uns dann in der nächsten Partie. Dann hoffentlich mit 3 Punkten. Bis dann.